Jo, servus Leute, heute gibt es ein neues Rezept und zwar Beef Wraps. Wir brauchen dafür Hackfleisch, am besten Rinderhackfleisch natürlich. Dann Tortilla Wraps, Paprika, Chilischoten, Schalotten, Knoblauch und eine Limette. Dann machen wir dazu noch eine kleine Soße, einfach dass es nicht so trocken ist. Die besteht im Endeffekt aus Hüttenkäse und fettarmen Joghurt. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. So, wir nehmen 250 Gramm Rinderhackfleisch, würzen das mit Salz und Pfeffer. Und vermischen das Ganze jetzt mit den Händen, damit sich das Salz und der Pfeffer sich gut verteilt. Und währenddessen heizen wir die Pfanne vor, am besten auf der höchsten Stufe. Geben da jetzt ein kleines bisschen Olivenöl mit rein und dann das Hackfleisch dazu. Also wie gesagt, bratet es am besten bei voller Stufe an, damit es schön kross wird und immer schön zerkleinern. So, ihr seht jetzt, wie kross das geworden ist. Hat schön braune Stellen. So, und das Ganze könnt ihr jetzt in einem Sieb abgießen, damit sich das ganze Fett trennt, weil das brauchen wir ja nicht. So, dann gehen wir zum Gemüse über. Wir nehmen jetzt eine Paprika und schneiden die in schön dünne Streifen. Geben das jetzt wieder in die Pfanne. Achtet darauf, dass ihr die Hitze ein bisschen reduziert. Also es soll jetzt nicht mehr auf höchster Stufe sein, ich sag mal so 80% vielleicht. Gebt jetzt da die Paprika rein, weil sie soll nicht anbrennen, deswegen passt da ein bisschen auf. Und wir nehmen jetzt eine Schalotte, schneiden die jetzt auch in kleine, ja, ich würde mal sagen Halbmonde. Und geben das Ganze dann auch in die Pfanne. Immer wieder schön schwenken. So, jetzt nehmen wir eine Knoblauchzehe, zerdrücken die. Dann könnt ihr ganz einfach die Haut entfernen. Oder die Schale. Und schneiden das in kleine, feine Würfel. Und geben das Ganze dann auch wieder mit in die Pfanne. Und lassen ihn schön anbraten. Jetzt nehmen wir Chili, also Chilischoten. Ich habe jetzt hier ja so ein bunter Mix genommen. Irgendwie springen die jetzt die ganze Zeit in der Küche rum. Keine Ahnung, ob es am Messer liegt oder an meiner Schneidetechnik. Naja, auf jeden Fall, genau, nehmen wir da bunte Chilischoten. Ihr könnt auch eine rote nehmen, das ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt auch Jalapenos nehmen, schmeckt auch sehr gut. Die hier sind jetzt nicht so scharf, deswegen nehme ich ja zwei und lasse auch die Kerne drin. Ja, schneiden das auch in kleine Stücke. Und dann können wir das auch mit dazugeben. Und dann wieder gut verrühren oder vermengen. So, jetzt können wir das Hackfleisch mit dazugeben. Lassen jetzt nochmal ein bisschen mitbraten. Und vermischen das Ganze. Und jetzt nehmen wir eine Limette. Und reiben da ein bisschen die Schale von der Limette rein. Müsst halt darauf achten, ja, dass das eine Bio-Limette ist, beziehungsweise dass ihr die vorher gut wascht. Wir wollen ja nicht die ganzen Stoffe mit drin haben, mit der die jetzt vorher bearbeitet wurde. Also es wird wahrscheinlich Wachs sein oder sonst irgendwas. Wie gesagt, bei einer Bio-Limette habt ihr das Problem dann nicht.
einfach die Schale mit reinreiben. Jetzt nehmen wir die Limette, schneiden die auf und geben da noch den Saft mit dazu. Das Ganze würzen wir jetzt mit Fischsoße oder Sojasoße, was ihr da habt. Könnt ihr schon reichlich mit reinmachen, damit es nochmal ein bisschen Geschmack gibt. Ja, dann nehmen wir uns eine Frühlingszwiebel, das Grün davon. Schneiden da jetzt ein bisschen was runter. Und geben das jetzt für circa 20 Sekunden noch mit dazu. Das reicht wirklich, weil wir das wollen wir schön knackig und frisch haben. Einfach mit rein und nochmal kurz damit durchschwenken. So, jetzt haben wir alle Zutaten drin. Ihr seht, es hat echt eine super Farbe. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal von Nahem, so sieht es jetzt aus. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur Soße, beziehungsweise zum Dip. Also ist wirklich sehr einfach gemacht. Wir nehmen einfach den stinknormalen Hüttenkäse, frisch, also körniger Frischkäse, kann man es auch nennen. Nehmen da 2 Esslöffel und fettarmen Joghurt. Nehmen davon auch 2 Esslöffel. Also wir können es so halten, immer für einen Wrap 2 Esslöffel von beidem. Das ganze Rezept ergibt dann 2 Wraps, 2 große Wraps. Ja, das war's zur Soße. Nochmal ein bisschen Würze mit Salz und Pfeffer. Könnt ihr dann auch nochmal abschmecken. So. Jetzt kommen wir zum Rollen. Wir nehmen jetzt die Masse und geben sie auf so einen Tortilla-Wrap. Einfach so drauf mit der Soße. Und dann einfach zusammenrollen. Ja, ich habe jetzt auch noch nicht die beste Technik drauf, aber... ja, so schwer ist es dann auch wieder nicht. Genau, da unten mache ich es dann zu, damit man es schön in der Hand essen kann. So, das wäre der erste Wrap. So sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ihr könnt uns gerne abonnieren, wenn ihr kein weiteres Rezept mehr verpassen möchtet. Und ja, bis zum nächsten Mal.